Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir einmal meinem 5er BMW die Rückleuchten tauschen. Nicht, weil die defekt sind, sondern weil sie mir einfach optisch nicht gefallen. Wir haben hier nämlich das rot-gelbe Design. Das heißt, wir haben den gelben Streifen für die Blinker. Aber da gibt es viel schönere Varianten, was das angeht. Und zwar werden wir heute auf rot-klare Rückleuchten umbauen. Diese wurden mir zur Verfügung gestellt von CarParts Online. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und zwar geht es nämlich um genau diese beiden Kartons hier. Der Hersteller der Rückleuchten ist TYC. TYC ist ein recht bekannter Hersteller für Aftermarket-Rückleuchten in dem Bereich. Und ich würde direkt mal sagen, wir packen das erste Paket direkt mal aus und schauen uns die Rückleuchte mal gemeinsam an. Was wir eventuell für Unterschiede zu unserer originalen Rückleuchte haben. Ich suche mir jetzt erstmal irgendwo ein Messer und dann gucken wir mal. So, Karton ist auf. Ich gucke jetzt einmal kurz hier rein. Und zwar sehen wir nichts. So ein bisschen mehr Pappe hier. So, die Pappe an der Seite. So, und zwar haben wir hier die Rückleuchte. Das ist genau für rechts. Für 5er Facelift, also von 2000 bis 2004. So, packen wir mal aus. Wird direkt mit Dichtung hier geliefert, die ist hier leicht angeklebt. Die Leuchtmittel nehmt ihr einfach die alten, das heißt, ihr habt ja eh diese Fassung, die müssen alle rausgedreht werden und hier dann im Prinzip wieder eingesetzt werden. So sehen die aus. Im Vergleich sieht schon ganz heiß aus, würde ich sagen. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, wir bauen jetzt die rechte mal aus. Stecken mal einmal alles um und ja, vergleichen dann mal links, rechts, wie die Optik dann halt ist. Grundsätzlich die Verarbeitungsqualität. Ich gucke mir mal die Nähte hier an. Sieht alles soweit vernünftig aus. Ja, also es kann jetzt so erstmal nichts gegen sagen, würde ich sagen. Ja, deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt direkt mal aus und gucken uns dann mal das Ergebnis gleich an. So, in dem Fall müssen wir als allererstes hier die Seitenverkleidung abmachen. Ist ganz einfach, die ist nur geklipst, was das hier angeht. Deswegen nehmen wir die einfach nur hier einmal raus. Normalerweise sind hier unten noch Klipse drin, die gibt es bei mir nicht mehr. Wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen auch so sein. Wir nehmen das ganze Teil hier raus. Und dann sind wir hier schon an der Rückleuchte. Ganz easy gemacht. Wir ziehen den Kombistecker einmal ab. Da müssen wir einmal nur hier runter drücken kurz. Und dann einmal entsprechend ziehen. Und dann bauen wir erst die Rückleuchte aus. Und stecken dann die ganzen Leuchtmittel um. Ich gucke jetzt mal hier. Das sieht so aus, als ob das hier jetzt alles irgendwie 8er wären. Ich guck mal. Ist das 8? Das ist 8. Nehmt euch eine kleine Ratsche und eine 8er Nuss und löst im Prinzip einfach nur die ganzen kleinen Muttern, die hier drumherum sind. So, dann haben wir hier noch so eine kleine Kunststoffmutter. Das ist ein 10er Schlüsselweite, die müsst ihr auch jetzt einmal lösen. Und dann haben wir alle Muttern gelöst und können die Rückleuchte nach vorne hin rausziehen. So, ist die Verkleidung auch lose. Und dann ziehen wir die Rückleuchte im Prinzip einfach nur nach außen raus.
wenn ihr die Rückleuchte jetzt schon mal raus habt, am besten natürlich hier einmal alles sauber machen, damit das alles schön sauber wieder ist. So, dafür könnt ihr ganz normalen Scheibenreiniger nehmen. Einmal hier so drumrum. Und dann einfach nur mit dem Lappen hier einmal schön alles grob sauber machen. Wie gesagt, so schnell kommt ihr hier an diese Stelle nicht mehr dran. Na, manchen kann es egal sein. Wie gesagt, ich zwinge euch nicht dazu. Und das reicht auch schon. Jetzt bauen wir einmal die beiden Rückleuchten um, also im Prinzip die Leuchtmittel von der alten in die neue rein. So, hier haben wir jetzt noch einmal die rechts die alte, links die neue Rückleuchte. Sind vom Aufbau her identisch, so wie sie aussehen. Ne, lediglich halt, das Glas sieht natürlich frischer aus und wir haben hier halt einen weißen Blinker und keinen orangenen Blinker. Von hinten gucken wir uns das jetzt auch nochmal an. Und da sehen wir auch keinen großen Unterschied. Wir haben die vier Öffnungen für die Lampen. Wir haben den Zentralstecker hier mit dran. So, wir fangen an umzubauen. Wir nehmen uns unsere erste Lampe und stecken die halt in das neue Gehäuse rein. Ach, hier ist ein bisschen die Dichtung ein bisschen weit auseinander. Müssen wir uns das ein bisschen passend biegen. So, erstes drin. Zweite rein. Zweite ist drin. Rein. So, und wir nehmen uns die dritte Lampe und stecken uns die hier auch einfach nur rein. So, und zack, alle vier Lampenfassungen drin. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir die direkt schon mal ein. So, wir setzen die neue Lampe hier an, gucken, dass wir die Löcher treffen, aber es müsste eigentlich passen. So, und schrauben die halt von innen wieder fest. So, wir nehmen uns unsere Muttern und schrauben die jetzt hier wieder schön drauf. Eins, zwei. Drei und die vier und die Kunststoffmutter hier drauf. Und ziehen einmal alles fest. Ich habe jetzt den Zehner hier drauf, deswegen ziehe ich jetzt erstmal die Kunststoffmutter hier an. Natürlich alles nur handfest. Das sind kleine Schrauben, die kriegen keine 100 Newtonmeter oder so. Das ist, glaube ich, schon bei 8 maximal Schluss. So, alles fest. Wir stecken wieder unseren Kompaktstecker drauf und sind mit der Geschichte durch. Jetzt die Klappe hier wieder drauf und einmal die andere Seite. So, hier haben wir jetzt einmal den Vorher-Nachher-Vergleich. Also man sieht den Unterschied, denke ich mal. Das sieht auf jeden Fall viel angenehmer aus fürs Auge auch. Weil das Gelb, das hat einfach gestört. Und dieses Weiß-Rot, das passt eigentlich ganz gut meiner Meinung nach. Also gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser. Ja, ich würde sagen, andere Seite umbauen und dann sind wir fertig. Verkleidung ab. Den Kompaktstecker wieder lösen. Dann die Muttern. So, und Rückleuchte einfach wieder raus. Und natürlich auch wieder sauber machen, einmal die Birnen tauschen und die neue wieder dran.
So, das war es eigentlich schon mit diesem Video. Ich habe gerade noch festgestellt, dass eine Blinkerbirne defekt ist. Die werde ich jetzt gleich auf jeden Fall noch austauschen. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, wenn ihr tauscht und ihr hattet vorher gelbe Gläser, kann es sein, dass ihr klare Blinkerbirnen habt. Die müsst ihr natürlich gegen orangefarbene Blinkerbirnen austauschen. Deswegen werde ich jetzt mich gleich auf den Weg machen und direkt mal orangene Blinkerbirnen besorgen und die dann im Prinzip einbauen. Das sind ganz normale P21 Watt. So heißen die, glaube ich, ne? Nicht, dass ich das Falsches sage. Ja, P21 Watt. Und achtet darauf, hier sind so zwei Pins, links, rechts. Die müssen gegenüberliegend sein. Es gibt auch welche, die sind versetzt. Also ihr müsst da echt darauf achten, dass die Dinger gegenüberliegend sind. Und halt natürlich in Orange, falls ihr klare Blinker habt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.